Recht herzlich willkommen zur 71. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs und müssen nach Döbeln, war das, weil da war die Kirche, die wir noch ausbauen wollten. Gut, kommen wir auch hin. Da muss noch eine Bushaltestelle eingerichtet werden, damit wir das da abholen können. So, stelle ich mir gerade die Abdeckung vor, ob hier überhaupt eine Bushaltestelle ist oder ob das. Ist doch was ganz anderes hier, ne? Gibt's doch nix. Gibt's nur Stückgut. Das ist gar keine Bushaltestelle in dem Form. Das heißt, das ist gar nicht abgedeckt. Hier ist ein Bus. Da ist ein Bus. Wenn der Bus da ist, ne? Dann ist der Bus eigentlich da verkehrt, ne? Oh, naja, lassen wir so. Gut, aber wir brauchen eine neue Bushaltestelle, die das alles abdeckt. Gut, Straße bauen auf jeden Fall. Karte müssen wir, glaube ich, drehen. Da. So, das ist dann da. Das ist hier die Zuckerrübenfabrik oder was, diese Haltestelle, aber da gibt es keine Bushaltestelle zu. Okay, das bedeutet 3, die muss hier hin. Und zwar diese. Passt dann. Und die ist jetzt da. Die andere muss da sein. Und die kommt dahin. Fast. Haben wir es abgedeckt dann. So, und dann gibt es in Döbeln wohl gar keinen Stadtbus, oder? Lass uns mal wieder die normale Ansicht reinnehmen. Passt. Und wer macht die Linie hier? Das ist hier. Diese zwei Lübber-Landbusse sind das, die das hier machen. Dann müssen wir das ein bisschen ändern. Die Frage, wo denn hinfahren lassen? Nur bis hier. Linie ändern. Radolf Zell aus Straße, Radolf Döbeln. Zuckerfabrik. Das ist da. Lösch den mal. Kann auch weg. Alte Zuckerfabrik. Waldweghafen kann auch weg. Radolfzell. So, von da. Das ist jetzt wo? Da. Dann die Klosterbrauerei wird angefahren. Der wird angefahren. Großbäckerei, okay. Klosterbrauerei. Also vom Rathaus, Radolfzell, Bäckerei, Radolfzell und dann wieder zum Marktplatz hin. Das heißt, wir fügen da mal ein.
Und zwar machen wir diesen hier. Radolfzell-Oststraße, Rathaus. Adenauer-Oststraße, Rathaus und Radolfzell-Klosterbrauerei. Nee. Töbel mit Allergie. Kommt von hier. Fährt zur Klosterbrauerei. Das ist doof. Da müssen wir noch was einfügen, ne? Nämlich nochmal mittelalterliche Kirche. Fährt hier zum Markt. Nee, das passt jetzt gar nicht. Den weg. So. Döbeln, mittelalterliche Kirche, dann zum Ost hierhin. Radolfzell Klosterbrauerei, Bäckerei. Wo ist denn das jetzt hier? Adenauerstraße. Ach so, da ist das. Gut, dann wieder zu Kloster. Also, mittelalterliche Kirche in Döbeln, ist klar. Dann fahren wir zum Rathaus hier, ist auch klar. Dann fahren wir zur Klosterbrauerei. Dann fahren wir nach Adenau. Dann wieder zur Klosterbrauerei. Und von da fahren wir nochmal zum Rathaus. Und dann nach Döbeln. So, jetzt ist es, glaube ich, richtig. Passt. Und der hat 100 Leute drin. Und der hat 4 Leute drin. Ne, das ist die Bushaltestelle. Der hat 89 Leute. Das passt. Okay. Tendenziell müsste da schon wieder einer mehr rein, ne? Na, aber die Linie haben wir hier erstmal fertig. So, jetzt wieder nach Döbeln. Hierhin. Und wir brauchen einen Stadtbus jetzt. Ja. Vielleicht doch besser erst zum Dingens, ne? Zum Depot. Ah, das war alles Post hier, ne? Passagiere, 60, 54. Nehmen wir den. Und der fährt von hier. Stopp. Fahrplan. Von da fährt er nach da. Fährt dann nach da, dann nach da, dahin, zurück, zurück und dann wieder zur ersten. Das ist eine neue Linie. Stadtbus Döbeln. Passt. Stadtbus Döbeln starten. Fertig. Läuft. Umworfen. So. Dann passt das da. Hier unten war noch ein Getreide drauf oder sowas, ne? Wo ist der weit unten? Und da steht einer, der bringt nichts weg. Zuckerrübenfabrik. Da standen auch schon 2 leere LKW, ne? Und Zuckerrüben haben die genug. Und Zucker haben die auch genug.
Der da gerade wegfährt, ist das Milchwagen, okay. Die haben genug Zucker, deswegen passiert da nichts. Okay, alles klar. Gut. Haben wir das erledigt? Das ist auch erledigt. Hier guckt eine Straße um die Ecke. Das ist alles abgedeckt. Adenau angucken. Passt. Jetzt haben wir die schicke Karte hier. Oh, jetzt wird er wieder klein gezogen. Ne? So. Kennen wir schon. Abgedeckt. Ist abgedeckt. Auch. Passt. Sieht gut aus. Alexen. Auch nichts Besonderes und Altenau. Auch nichts Besonderes. Also, die Straßen sind alle soweit gut. Läuft. Jetzt müssen wir weiter gucken. Döbeln haben wir gemacht. Läuft also auch. Können wir. Ne, das war verkehrt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in die Liste. Profit von Fahrzeugen gucken. Gewinn. Ja, der wird immer minus einfahren, weil er nichts mitnimmt. Schiffe sollten immer in alle Richtungen auf jeden Fall was transportieren und nicht nur in eine. Funktioniert also schlecht hier gerade. Dann haben wir hier einen Zug. Der steht irgendwo und macht Miese. 33.294 Miese. Auch schön, ne? Der soll Schrott transportieren. Ich glaube, den haben wir neu gesetzt, dass der hier steht, ne? Sonst. Die 33.000 sind ja schon krass, ne? Ja, das haben wir gemacht dann, wenn der Schrott hier angeliefert wird, dass der zum anderen Eisenwerk geliefert wird, ne? Dafür haben wir das gemacht, ja. Stahlwerk zum Stahlwerk, das ist die Schrottlinie, ja. Haben wir einen Bus, wo fährt der lang? Ah, das ist. Ach so, auf der anderen Seite ist das ja. Gut. Da können wir nichts machen. Gut. Wie viele Leute stehen da? 13 geht sogar. Da stehen 8 Leute, okay. Da ist keiner zu Hause. Da sind 6. Beim Baggerballett nix. Und hier warten 45 Kubikmeter Flüssigkeiten, also auch nix. Ja, der fährt halt so, ne? Sonderhausen Stadtbus macht halt Miese, ne? Ist die Frage, ob der günstig genug ist. Das machen wir zu hier. Tja. Der Bus, das ist jetzt die Frage, ne? Lohnt das nicht? Minus fährt er viel ein, für Passagiere fährt er kaum durch die Gegend. Jetzt packt er da einen an, oder?
Nee, noch nicht, man nimmt da keinen mit. Jetzt fährt er hier hin. Bringt auch nichts wahrscheinlich. Oh, doch einer zugestiegen. Ja, den lassen wir auch so dann. Der zweite steht ein bisschen besser da. Ein Floto. Da war ein Windstoß. Und dieser hier. Fährt da lang. Stückgutpaletten gegeben. Keine Ahnung welche. Tja, mal gucken. Der fährt jetzt hier lang, oder? 6000 minus. Gut, okay. Fährt da rein und dann wieder weg. Ja, Kirche haben wir gemacht. Den Rest haben wir uns so ein bisschen angeguckt, was da los ist. Bisschen in die Liste reingeschaut. Ja, müssen wir nächstes Mal weitermachen da. Und ja, würde ich jetzt mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.